Dann wollen wir den Mac mal nicht so warten lassen. Und damit hallo-seits und willkommen zurück bei Life is Strange, True Colors. Hat hier wieder jemand Blumen gegossen? Das ist so lustig, wie man hier einfach was in Anführungszeichen hingebaut hat, damit man hier auf jeden Fall nicht nach hinten zur Straße kann. Als ob man da nicht drüber steigen könnte. Nee. I'm so fucked. Can't hide from me forever, Mac. Wir finden dich und deine Aura. Fuck. Here we go. Mac. Alex. Look, it's not a good time. You owe me an explanation about what happened to Gabe. What? Costing me my girlfriend wasn't enough for you? Now you're gonna accuse me of killing Gabe too? Das warst du schön selbst, das mit Riley. I get it. He died on your shift and you're freaked. But you have to come clean. Please. There's nothing I can tell you. Mac, come on. He was my big brother. I can't. Something definitely has him scared. If I could just push him over the edge. What Riley told me might do it. But I should make sure there isn't anything I still want to do around town first. Ein kleiner, dezenter Hinweis. Okay, let's do this. Das ist dann kein Zurück mehr, gibt das alles dann liegen bleibt. Your ex-girlfriend told me about your plans to skip town. That's not something innocent people do. Look, it's not... I didn't do anything. Das ist ja das Problem. Fuck off! Leave me alone! Alex muss mit der Kraft echt aufpassen. Jetzt fotografiert die uns schon wieder. So fühlt sich Mac gerade. Er wird von allen beobachtet. Alle wissen sie insgeheim Bescheid, was los ist. Auf einmal soll es 15.22 Uhr sein. Irgendeine Uhr lügt doch. Ich hätte mal gucken sollen, ob die Kamera vorher auch schon zu sehen war. Fuck. I'll deal with Mac when I get to him. For now. I need to learn everything I can. Typhon's always watching. They run this whole town. Kamera ist doch Einbildung. Ich musste aber nochmal nachgucken. Aber das soll nur verdeutlichen, dass die ihre Augen überall haben. Man kann nichts vor ihnen verheimlichen. Und wenn man doch irgendeinem gegenüber auspackt, dann bekommen die das mit und dann ist man dran. Was ist denn hier los? Mac run down that alley. Ja, aber da drüben sind Leute, die muss man auch angucken. Mac feels like everyone's staring at him. Everyone thinks I killed him. They all hate me. Auch er ist in einer beschissenen Situation. Weil er sich zu einem Instrument machen lässt. Ist zwar nochmal eine ganz andere Situation als das Angebot, das Charlotte erhält. Aber es ist zumindest recht ähnlich auf einer gewissen Ebene. Man macht sich damit zum Spielball von eben so einer großen, von so einem großen Unternehmen, von so einer großen Firma.
von so einer großen Gesellschaft. It's not fair. I didn't do anything wrong. Klar, man kann sagen, die werden schon nichts machen, denn die wollen ja genauso, dass Charlotte einfach die Füße stillhält. Und den Mac haben sie dann noch ganz anders in der Hand, aber man sollte sich da nicht irgendwie abhängig machen lassen. It should have been you instead. Alex? Diese Gefühlswelt. No, what the hell? There are people out there. No, I told you to call it off. I saw the way they looked at me at the wake. They all think I let him die. I know why you're lying. Nee. Weil es halt einfach das ist. Ich will da jetzt auch gar nichts anderes probieren. Ich will ihm, dann nehme ich das schon mal vorweg. Ich will ihm letztendlich auch helfen. Typhon's forcing you to deny the call. What the fuck? Du bist auch schuldig. Halt nicht den Kopf für den Arschlochverein hin. Es ist einfach nicht Alex und es tut auch nichts. Es tut doch nicht gut, wenn wir das jetzt fahren würden, wenn wir diese Schiene fahren würden. Und es fühlt sich einfach nicht richtig an. Aber ich finde es schön, dass man die Schiene fahren kann, schon bei der Feier. Ja, Feier. Hätte man sich voll drauf einschießen können, dass Mac einfach der Arsch ist, der ihn auf dem Gewissen hat. Er und niemand anderes, zumindest wirkt das erstmal so. I know you tried to stop it. They fucked up, not you. Stop lying for them! You don't get it. This wasn't some accident. I told them you were down there, and they detonated anyway. On purpose? Why? I don't know. I swear. And then I get a message telling me to deny there was ever a call. You gotta believe me. Gabe and I, we didn't get along, but I didn't want him dead. And now Typhon's watching me. My girlfriend, she thinks I'm a murderer. Ex-Freundin. My neighbors all hate me. I mean, what the fuck am I supposed to do? I think I can calm him down. But does he deserve it? Ja, hat er. Er ist ein absoluter Arsch. Er kann sehr gut ein sehr guter Arsch sein. Aber wie gemein ist das jetzt, ihn einfach so stehen zu lassen? Zumindest ich kann das nicht. Und Alex kann das vielleicht auch nicht wollen, weil sie das gar nicht entscheiden kann. Weil Schicksal, höhere Macht und so. Ich meine, ich kann ihn an sich auch nicht. Ich mag ihn an sich auch nicht. Aber in der Situation, in der er steckt, er ist echt sehr arm dran. Es lässt sich zwar so nicht herauslesen, aber es könnte doch sein, dass er dem ganzen Druck, der ganzen Angst einfach nicht standhält. Und sich dann am Ende einfach das Leben nimmt. Und warum? Nur weil Typhon etwas wollte, was er durchziehen musste. Und dass dafür dann jemand
sich selbst das Leben nimmt. Sein Leben einfach so, wegen so einem Scheiß beendet. Mit all dem, was er gerade gesagt hat, was einfach dahinter steckt. Typhon beobachtet mich. Alle denken, ich habe Gabe auf dem Gewissen und ja, in gewisser Weise stimmt das schon, dass er damit verantwortlich ist. Aber was hätte er tun sollen? Naja, er hätte sich einfach dafür einsetzen können, dass nicht gesprengt wird, dass das publik wird. Er hätte ja groß, weiß nicht, Feuerwehr, Notruf anrufen können, Polizei direkt, hey, da sind welche im Sprenggebiet. Die haben mir gerade Bescheid gegeben, aber mein Arbeitgeber sagt mir, ich soll nichts machen. Gut, dann wäre er auch am Arsch, denn wenn Typhon das mitbekommt, die werden sich sowas von auf ihn einschießen. Der wird keine ruhige Minute mehr haben in seinem Leben. Ich denke mal, sein Problem wird sein, das Ganze nachzuweisen. Dass der Arbeitgeber das von ihm wollte. Am Ende, weil er einfach die Klappe aufgemacht hat, wird Gabe einfach leben. Aber wer weiß, was aus seinem Leben wird und dass er sich dann dafür entscheidet, nichts zu sagen oder einfach bei dem Scheißspiel mitzuspielen. Das ist zwar nicht schön, alles andere ist schön, aber es ist irgendwie auch nachvollziehbar, wenn so ein großer Verein wie Typhon Druck auf ihn ausübt. Aber um wieder die Kurve zu bekommen oder um wieder zurückzukommen, ich habe das Gefühl, er könnte sich das Leben nehmen, auch wenn das jetzt gar nicht so direkt herauszulesen ist, wenn wir uns dann am Ende die Entscheidung angucken. Wenn wir jetzt einfach weggehen würden, wenn wir seine Angst weiterhin über ihn herrschen lassen. Das will ich nicht, auch wenn er ein Arsch ist. Das hat er nicht verdient. Dass sein Leben ruiniert wird, nur weil Typhon. Nee. Alright, Mac. Come on. You gotta calm down, okay? Dude. Stay with me. I know what it's like to be doubted. To have everyone think the worst of you. But the truth will come out. I'll make sure of it. But Typhon... If Typhon comes after you, they're gonna have to get through me too, okay? Thanks. I actually feel a little better. Yeah, well, you learn a thing or two hanging out with shrinks your whole life. So, what are you gonna do now? Don't leave Haven. I'm gonna get to the truth. Wissen wir da, was wir tun? Sind wir vielleicht doch etwas zu sehr gesteuert von Rache? Was schwebt denn da? Wir alleine oder eben zu dritt gegen den großen Verein? Wie war das, als wir das Angebot bekommen im Büro von Jason? Hast du geglaubt? Bekommen nichts mit oder lassen dich machen? Hey. Yeah, it's... Can we talk? Where are you? Okay.
You were right. About Typhon, about Mac. Alex. Mac got the call. How do you know that? He got the call and he lied about it. Doesn't matter. Someone is putting pressure on him to keep quiet. Someone from the mine and... It doesn't matter! I keep coming here and playing it back. But it always ends the same. Ryan. He's dead. He's really dead, Alex. Wie ich halt wirklich nochmal gedacht habe, dass so eine Situation mit Mac und Gabe oben im Apartment, wo Alex einfach so austickt, dass die Situation einfach nochmal kommt, weil irgendeine Emotion so stark ist, dass Alex wieder so mitgerissen wird. Aber Fehlanzeige. Wir können nicht näher ran, wir können jetzt bloß die Hand ausstrecken. Das ist einfach so krass gut gemacht. Gänsehaut. It was my fault. My job is to keep people safe. And I failed. Man kann nicht immer und alles richtig tun. Du hast ein Leben gerettet. Die Musik wieder. Es ist Typhons Schuld. Du hast mich gerettet. Sie ist positiv. Man kann nicht immer alle retten, auch wenn man es will. Boah, die Musik ist schön. Die passt so gut. Ich weiß gar nicht mehr so genau, was ich beim letzten Mal gesagt habe, aber das Ergebnis hat mir gefallen. Womöglich sage ich wieder das Gleiche, auch wenn ich gerade nicht genau weiß, was ich beim letzten Mal so entschieden habe hier bei diesen kleinen Antworten. Ich denke mal, es läuft wieder auf das Gleiche hinaus, auch wenn ich jetzt gar nicht so genau weiß, was ich hier gesagt habe. Ich glaube, du hast mich gerettet und das fühlt sich auf jeden Fall richtig an. Denn das stimmt ja auch. Ethan haben wir zusammen gerettet. Klar, am Ende ist es Typhons Schuld, aber du hast mich gerettet. Das stimmt einfach. Es hätte auch beide in den Abgrund ziehen können. Ja, man hätte vielleicht noch dafür sorgen können, dass beide gerettet werden, indem man einfach sofort schnallt, hey, Sirenen, oh oh, da gibt's gleich eine Explosion, dann werden Felsen rollen, dann stellen wir uns bitte jetzt alle mal schnell an die Wand, an die Felswand, damit wir nicht von so einem Felsen mitgerissen werden können. Ja, aber hinterher ist man meistens schlauer und in so einer Extremsituation schaltet man vielleicht gar nicht so schnell. Man ärgert sich vielleicht im Nachhinein, dass man nicht so schnell und eben auf genau diesen Gedanken gekommen ist, aber man kann es einfach nicht mehr ändern. Außer man kann die Zeit zurückdrehen. Ryan, I owe you my life. She's wrong. I let her cross that log. I put Gabe in harm's way. I'm not a hero. I'm a coward. Das stimmt. Worse than worthless. Thank you.
Woher hättest du es wissen sollen, was da passiert? Keiner von uns ist wertlos. Du bist mutiger als ich. You were brave this morning. You're brave now. I've never been as brave as you. It doesn't matter. Gabe's dead because of me. Gabe, I'm so sorry. Nicht wegen dir, du Knallkopfnase. Gabe würde ihm vergeben. Ja. Alex als Schwester vergibt ihm. Ja, kann man auch so sehen, aber er muss sich selbst vergeben, denn das ist sein größtes Problem. There's only one person holding you responsible for this, Ryan. You need to forgive yourself. You're not alone. You're not alone because you have friends. Was war denn das gerade? There's a guy in a gorilla suit? Does he also jump off of the cliff and into the pool? No, he chases a guy in a banana suit. That guy jumps off the cliff and into the pool. Okay, I'm sorry. This is a Mexican restaurant? Nominally. The food is, terrible. But it's Gabe's favorite place. I tell you, he's the oldest 12-year-old I know. Das ist der älteste 12-Jährige, den ich kenne. Das ist gut. Can I ask you something? Of course. Wie bist du? You came up here to tell me that I was right about Mac. So besonders. About him getting the call. How did you know? There's something you should know about me. And it's gonna be easier to show you than to explain it. This is gonna seem sort of weird at first, then really weird. Do you trust me? Denk an etwas Trauriges. Denk an etwas Furchteinflößendes. Denk an etwas Ärgerliches. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal das gemacht, oder? Kann das sein? Okay. Think of something that makes you so angry, you just want to scream. You really focus until you feel it. The wasted potential. You're angry for me, for Ethan and Charlotte, for everyone who had their futures with Gabe stolen. Wish you could have been there with us. There was no one in the world more fun to be around. Man, this one time... Jetzt kommt eine Nachricht aus dem Telefon. Whatever it is you're thinking about right now, don't stop. Okay?
keep going. Okay. Alex erlebt nämlich gerade was ganz Neues. What emotion is this? An was habt ihr? Habt ihr mitgespielt? An was habt ihr gedacht bei Denk an etwas Ärgerliches? Wo du so richtig wütend wirst, wo du so richtig mitfühlst. Ich musste an Chloe denken in der Sägemühle. It's almost like it's inviting me to read it. Als der Merrick auf sie losgegangen ist, sie getreten hat. Da kam im Moment Gänsehaut hoch und dann pure Wut. Zumindest bei mir. Stirbst du gerade? Kriegst du keine Luft? That aura. It's almost like it's inviting me to read it. Sie will gelesen werden. Ja, so kann man sich das auch schön reden. Ich muss das tun, weil es wird von mir verlangt. Ich konnte ja gar nicht anders. Must be a good memory. I wonder if I can piece it together. Mein zweiter Gedanke gerade eben wegen Wut ging an die Situation mit Sean in Haven. Als er vom Handlanger, der Fischer so zusammen geschlagen, so. Ja. Misshandelt wurde. Ryan sees something in the clouds. Diese sinnlose Gewalt gegenüber Sean da in der Kirche. Ist auch so eine Situation. Na gut, da ist eine Schaufel, da ist eine Ente und das ist doch eine Schildkröte. Vielleicht auch ein Auto. Gabe, Goose. I see it. It'll move. It's not moving. It'll move. Gabe! That's a lot of blood, huh? Gabe, this is serious. Killing a Canadian goose is a violation of international law. Shut up. It is not. They're Canadian geese, Gabe. Property of the Crown. The Crown of... Property of the Crown, Gabe. What do we do? Schon irgendwie cool, so auf der Wiese oder Wiese hier auf dem Boden zu liegen und gen Himmel zu gucken. Und neben uns stirbt gerade jemand, weil er erstickt. How deep you think? Deeper than that. The Royal Canadian Mounted Police can spot a goose grave at 100 paces. The Mounties? Wie einfach mit Spiel. Oh, come on, man. I'm sorry. Yeah. I'm sorry. How long were you gonna let me dig? I wasn't gonna stop you. Das ist eine schöne Erinnerung. Did you finish burying the goose or not? Okay, also, property of the crown? Really? Well,
they are technically protected under the Migratory Bird Treaty Act. Wie machst du das? How? Nee. Superheld. So, I guess I have this power. I can see other people's emotions. They show up like an aura, and if I get too close, I feel what they feel. As if I was feeling it myself. And when I focus, I can even understand why they're feeling it. And that's what you just did with me? Whew. Some kind of power. No kidding. It's only ever been the bad emotions before, but that was pure joy. Who else knows? Gabe did. But now I guess just you. And that's how I know Max terrified of Typhon. He reported Gabe's call, and they ignored it. Now they're putting pressure on him to toe the line. Okay, but why? I don't know yet. Someone made the decision to let the blast go off. Seems like finding out who would be a good start. So, you're going after Typhon? Kann man schon mal machen. Immerhin geht's um You'll need help. Oh ja. Das Team kann nie groß genug sein. You don't mit have den richtigen to. Leuten besetzt. You're stuck with me now. Klingt gut. Tut mir leid, Ryan, in diesem Durchlauf, in dieser Zeitlinie gehört Alex Herz oder gehört Steph die Rose. Aber man kann sich ja auch freundschaftlich umarmen. Ich versuch's gerade schön zu reden. Handschlag. Nee, das ist ja wie. Ist ja ähnlich wie hier bei der Begrüßung. Mit Gabe auf der Brücke nach dem Wiedersehen. You're welcome, I guess. Yeah. Thanks. Thank you. No. Thank you. Wir müssen bloß aufpassen. Er wünscht sich mehr und er sollte da nicht enttäuscht werden. So gesehen war das jetzt erstmal zu viel, aber man kann sich's noch schönreden mit. Es war jetzt einfach nur aus der Situation heraus, weil die beiden halt gut zueinander passen, im Sinne von, die verstehen sich und sind einfach Freunde. This one's for you, Gabe. I miss you. Say, I love you the day I let you.
I didn't speak this morning. I couldn't. Hearing everyone talk about him, about the life he had here with all of you, I lost the chance to have that. But even though I only had one day with him, he changed my life. I said, I didn't know if I belonged here. He told me that home isn't something you find. It's something you build. Selbst der Chat hat so eine Aura. Mann, der spielt das verdammt gut. Gut, es würde auch zu viel verraten, wenn er jetzt eine andere Aura hätte. Ich nehme ihm das trotzdem ab. Das kann nicht alles gespielt sein. Vom Chat. Die Szene jetzt wieder mit der Musik, mit den Bildern, mit dem, was Alex gesagt hat. Da kullern mir wieder die Tränen, weil ich es schon kenne, ja, aber das macht einfach keinen Unterschied, weil es halt einfach mitreißend ist. Das würde sich auch beim dritten oder vierten oder fünften Mal spielen, denke ich, nicht ändern. Dieses Gefühl, dieses Da-Fühlen von einfach nur schön und traurig zugleich, einfach und traurig, weil Gabe halt nicht mehr ist. Ich war so vorausschauend und habe mir schon mal ein paar Screenshots gemacht, da muss ich jetzt nicht groß gucken, in der entsprechenden Folge im YouTube-Studio. Ich muss es nur auf dem Tablet aufrufen. Wie die Prozente beim ersten Durchlauf waren. Ich werde wieder das vorlesen, was wir im ersten Durchgang gemacht haben. Also ich habe gerade mein Tablet vor der Nase oder mitten neben dem Bildschirm hier. Alex hat Mac mit seiner Panikattacke geholfen. Die Prozente sind gleich geblieben. Alex hat Eleanor daran erinnert, was passiert ist. Die Prozente sind gleich geblieben. Und bei den Entscheidungen, es fühlt sich einfach genau richtig an. Zum einen, ja, Eleanor könnte das wieder vergessen, was wir gerade erzählt haben. Sie ist aber auch gerade erst am Anfang ihrer Krankheit. Das wird leider noch schlimmer. Sie wird sich wieder an vieles, wenn auch etwas spät, wieder erinnern können. Aber sie sollte schon die Wahrheit wissen. Sie wird schon oft genug nicht wissen, was gerade los oder Sache ist. Ja, es wird im Moment zwar scheiße, aber stellt euch vor, Riley kommt vorbei und Eleanor fragt irgendwie sowas mit, ja, wo ist eigentlich Gabe? Ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Ist er im Urlaub oder so? Das ist, wie ich finde, viel schlimmer und mit Mac...
Der Gedanke, er könnte sich was anbringen. Er hat zwar ein ziemlich beknacktes Leben, weil er selbst ziemlich beknackt ist, aber sein Leben muss wegen Typhon nicht noch schlimmer werden und allen voran sollte er sich sein Leben nicht nehmen, wegen Typhon und der ganzen Angst und was alles dahinter steckt. Nein, nein, nein. Will ich einfach nicht. Hier und da was anderes. Charlotte hat Typhons Geld nicht angenommen. Die Prozente sind gleich geblieben. Charlotte hat Typhons Vereinbarung unterschrieben. Ja, aber weiterhin, Charlotte hat Typhons Vereinbarung unterschrieben, nachdem Alex sie nicht besuchte. Kein einziger Spieler hat es verpasst. Oder es haben vielleicht ein paar verpasst, in der Apotheke vorbeizuschauen. Ich sage ganz gerne Drogenladen, ist ja auch wahr. Aber wenn es nur 3 waren zum Beispiel, dann heißt es halt 0,0 irgendwas und das wird dann einfach gerundet zu 0. Irgendwer hat das bestimmt verpasst, da vorbeizuschauen. Aber offiziell 0%. Hier liegen die Prozente eindeutiger als hier. Hier sowieso sehr eindeutig bei Alex hat Mac geholfen. Ich kann es grundsätzlich auch sehr gut verstehen, wenn man hier einfach die Vereinbarung unterschreibt. Mit dem Geld kann man viel Gutes bewirken, auf jeden Fall. Aber mir persönlich geht's einfach gegen den Strich, dass sich der Verein, der einfach viel Geld hat, eben dieses einsetzen kann und damit einfach den Kopf aus der Schlinge ziehen könnte. Dieses sich kaufen lassen, das fühlt sich einfach nicht gut an. Ich habe ja schon gesagt, ich würde mal liebend gern selbst in so einer Situation kommen, um einfach herauszufinden, wie würde ich mich dann wirklich entscheiden? Andererseits, will man überhaupt in so eine Situation kommen? Eher überhaupt nicht. Aber man kann immer so schön leicht daherreden, wenn man etwas Abstand zur gesamten Geschichte hat. Wenn wir Charlotte direkt gegenüberstehen würden oder wenn es einfach uns selbst betreffen würde, wenn es einen wirklich persönlich angehen würde, dann ist es nochmal was ganz anderes. Schlau daherreden, hier und da jemandem was raten, das geht immer einfach. Nächste Seite. Alex hat einen ruhigen Moment beim Doc genossen. Also, das ist für mich keine Frage. Das macht man so im Vorbeigehen oder im Vorbeisitzen, diese Entscheidung so zu treffen. Damals wie heute, ich lese immer das vor, was wir im ersten Durchlauf gemacht haben und die Prozente haben sich aber geändert. Von 65 zu 35 zu 63 und 37. Im zweiten Durchgang haben sich einige gesagt, ach, Angus und Julia Stone, die kenne ich schon aus dem ersten Spiel und die habe ich im ersten Durchlauf schon gehört, die muss ich mir jetzt nicht nochmal geben. Alex hat die Wohnung aufgeräumt. Die Prozente haben sich auch hier geändert. Irgendwann hatten die Spieler einfach keinen Bock mehr, ständig aufzuräumen. 55 zu 45 Prozent im ersten Durchlauf. Jetzt die erste Änderung hier im zweiten Kapitel. Alex hat das Album auf Gabes Gedenktafel gelegt. Das war die Entscheidung beim ersten Mal. Und die Prozente haben sich geändert. 38, 29, 33. Nichts hinzugefügt. Naja, man gibt halt nicht gerne. Man gibt ungern Sachen ab, die einem was bedeuten. Deswegen hat man einfach nichts hinzugefügt, ja? Alex hat ein glückliches Gesicht auf der Dartscheibe hinterlassen. Nichts geändert im zweiten Durchlauf, aber die Prozente haben sich geändert. 18, 32, 50. Also irgendwie das Gefühl verstärkt sich einfach, dass hier nicht angesehen, nichts hinzugefügt,
und Chaos einfach für später liegen lassen und sich nicht die Musik angehört, da war wohl vielen einfach recht gleichgültig, was da im Detail so gemacht werden kann, denn hat's eine Auswirkung? Ich kann mir schon vorstellen, wenn man zum Beispiel nicht sagt, aufsteigender Stern oder nicht sagt oder nicht dafür steht, glückliches Gesicht, dass Alex sich dann einfach in den Gesprächen anders verhält. Vielleicht wollten die Spieler auch gerade das herausfinden, aber ich finde es auch nicht unwahrscheinlich, dass man sich einfach sagt, hey, ich will zwar das Spiel noch ein zweites Mal durchspielen, aber ich will nicht jedes Detail mitnehmen, ich will einfach nur die großen Sachen nochmal erleben und renne dann mehr oder weniger durchs Spiel. Kann ich schon verstehen, aber ich persönlich kann das einfach nicht. Und ja, mich fuchst es immer noch, Quantum Break, das dann doch im zweiten Durchlauf so angegangen zu haben. Am Ende schon, ja. Nächste Entscheidung. Alex nannte sich für das Lab Alexandra. Diesmal anders. Die Prozente haben sich leicht geändert. 22, 22, 53 und 3. Und mal wieder liegen gelassen. Ist hier ein Prozent nach oben. Immer dieses, nicht hingesetzt, liegen gelassen, nichts hinzugefügt, nicht angesehen, nicht an. Dieses liegen lassen, das ist verstärkt worden. Alex hat einen Moment lang an Gabe gedacht. Eben auf dem Dach Musik da oben anhören, da wo der Schatten so komisch ins Gesicht von Alex scheint. Die Prozente haben sich geändert. 73 zu 27, auch da kann man wieder das sehen. Ach, da oben ist Musik, macht eh keinen großen Unterschied. Das gebe ich mir nicht. Gebe und dann Gabe. Dieses Wortspiel. Alex hat zugegeben, dass sie Gabes Anruf nicht gehört hat. Die Prozente haben sich nicht geändert. Ich finde es ja gut, dass man sich auf Mac einschießen kann. Aber wenn wir ehrlich sind, wir haben es einfach nicht gehört und deswegen will ich doch nichts anderes sagen. Ryan konnte sich selbst vergeben. Da hat sich nichts geändert und die Prozente sind auch gleich geblieben. Alex hat Ryan Gabes Vergebung angeboten. Ja, ist auch nicht schlecht, aber Ryan hat Alex Vergebung akzeptiert. Würde mich auch am wenigsten überzeugen als Möglichkeit. Finde ich jetzt nicht total abwegig, aber meine persönliche Reihenfolge ist hier, das ist meine Nummer 1, dann hier Nummer 2 und das hier ist Nummer 3. Aber für mich fühlt sich's einfach so an, als kann er sich selbst nicht vergeben. Entschuldigung, aber deswegen wieder so. Was heißt Entschuldigung? Ich muss mich ja nicht für meine Entscheidung entschuldigen. Nee. Es fühlt sich so einfach richtig an. Und ich muss mich da nicht für meine Gefühle entschuldigen. Das ist ja wie mit, mir gefällt das, aber anderen könnte das nicht gefallen und die lachen dann über mich und dann schäme ich mich dafür, was ich so toll finde, nur weil das viele andere nicht so toll und irgendwie albern finden. Nee, sollte man überhaupt nicht. Steph hat den Titel Kicker Champion beansprucht. Das musste enden. Alex hat den Titel Kicker Champion beansprucht. Endlich gehöre ich der Minderheit an. Die Prozente haben sich nicht geändert. Aber ich habe die Seite gewechselt mit Alex. Steph hat Sturmbringer zum Lab-Boss gemacht. Na, eigentlich hat Alex ihn zum Boss gemacht. Wenn Steph ehrlich zu sich selbst ist. Die Prozente haben sich nicht geändert. Aber auch wir haben uns anders entschieden.
Dass da beim zweiten Durchlauf oder, na gut, es werden halt einfach nicht so viele gemacht haben, aber dass sich hier nichts geändert hat? Ich meine, das ist ja so eine ganz einfache Entscheidung, die man einfach anders trifft, wenn man einfach herausfinden will, ja, was ändert sich, wie fühlt sich das an, wie zeigt sich einfach diese Änderung? Hat er jetzt andere Kräfte? Wie ist sein Auftreten? Alex hat der Vogelbeobachterin geholfen, ihren Busser zu finden, aber das ist schon eine ziemlich blinde Nuss, diese Beobachterin. Die Prozente haben sich geändert, 42 zu 58, beim letzten Mal. Alex hat dem traurigen Typen nicht geholfen. Die Prozente haben sich geändert, 68 zu 32. Und auch hier würde ich mal wieder sagen, ach, so eine kleine Entscheidung. Die zweite Durchlaufspieler schafft, denkt sich einfach, ist nicht so wichtig, dem gebe ich mich jetzt einfach nicht hin. Deswegen 1% mehr bei dem Typen nicht geholfen. Naja. Bin mit den Entscheidungen soweit zufrieden, ja. Ich bin gespannt, was ich einfach nach wie vor schade finde, dass man hier nicht Kapitel 1 und die Entscheidung nochmal angucken kann. Aber das ist auch ein Problem, was ich schon bei Life is Strange 2 gesehen habe. Man konnte sich seine gesamten Entscheidungen am Ende oder zwischendurch nicht nochmal anschauen. Weltstatistik, ja, Statistik von Freunden. Apropos, oh, zum Kopfschütteln. Einfach nur schlimm. Diese Bandenhausen. Nächstes Kapitel und Hauptmenü. Man hat hier keine Möglichkeit, sich nochmal die Entscheidung des ersten Kapitels oder einfach später dann die der vorangegangenen Kapitel anzuschauen. Das ging bei Life is Strange noch. Finde ich etwas schade. Denn wäre das möglich gewesen, hätte ich auch bei Life is Strange 2 am Ende, in der letzten Folge, das Spiel nochmal online gestellt, um hier nachzugucken. Wie wir uns entschieden haben und das eben im Vergleich zur gesamten Spielerschaft. Das hätte ich sehr gerne am Ende eben in der letzten Folge gemacht, aber da man leider nicht die Möglichkeit hat, in Life is Strange 2 und hier, ja, habe ich es eben in Life is Strange 2 einfach nicht gemacht. Bin mal gespannt, ob sich das jemals ändern wird. Das hier. Der dritte Durchlauf könnte dann doch einige Zeit später laufen und ob dann jemand schon aus der Liste das gespielt hat. Ich meine, da sind auch nicht viele dabei, aber in der Freundesliste bei Steam trotzdem. Life is Strange. Da gab's das, da gab's Prozente bei den Freunden von Steam. Dann hat das Abenteuer wohl nicht so sehr gefallen oder die Reihe nicht so sehr gefallen gefunden, dass man unbedingt den nächsten neuen Titel spielen wollte. Oder man hat einfach gerade ein, zwei andere Spiele auf dem Programm, die man erstmal beenden möchte und dann Life is Strange True Colors vielleicht erst nach einem halben Jahr angeht. Kann ja auch sein. Ich meine, wie lange hatte ich Life is Strange auf meiner will ich auf jeden Fall angehen Liste? Ja, wann ist das Spiel rausgekommen? Und wann habe ich es mir gegeben? Nun gut. In der nächsten Folge erfährt Steph von Alex' Besonderheit. Wollen wir so langsam mal von Kraft wegkommen? Man kann ja beides bringen. Kraft finde ich jetzt nicht schlimm, aber von Alex' Besonderheit. Und dann gibt es wieder eine Entscheidung und da bin ich noch hin und her gerissen. Eine Entscheidung für Ryan oder für Steph gegenüber Diane. Da bin ich selbst noch nicht sicher, was ich entscheiden werde. Das werden wir einfach mal sehen. Ich lasse mich überraschen. Ihr lasst euch überraschen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.